Bedeutung im kulturellen Umfeld von Computerspielen auch sich öffnen sollten und eben auch stärker Computerspiele sammeln sollten und archivieren sollten und wenn das geht, auch natürlich ausleihen sollten und sozusagen eine Partnerschaft halte ich hier in jeder Hinsicht für sinnvoll. Also ich kann auch da sicherlich konkrete Beiträge zu leisten. Ich habe ja in meiner Funktion ständig damit zu tun, irgendwelche solche Panel-Diskussionen auch auf der anderen Seite mit Leben zu füllen. Und da kann ich sicherlich auch mal dafür sorgen, dass die Bibliotheken, Verbände da in irgendeiner Form vertreten sind. Ja, das mache ich gern. Ich stehe gern bereit für Ideen. Das ist mein Job, Ideen zu produzieren, wie die Dinge zusammenzubringen sind, zu entfalten sind. Und was zu beachten ist, damit es keine Bruchlandung gibt, ja, also eine Kooperation betrachte ich ja sogar als zwingend, weil anders ist der Sprung nicht zu schaffen. Also mir geht die eine Bemerkung von Herrn Danowski überhaupt nicht aus dem Sinn, der gesagt hat, also wir sind immer noch ganz am Anfang, wenn es um Spiele geht. Ich will wirklich sehr ernsthaft überlegen, ob es Sinn macht, bei uns in der Bibliothek Spiele anzuschaffen und sei es nur dafür, wenn es also gar keine Nutzer gibt, die daran Interesse haben, dass wir Mitarbeiter finden, die sich dann etwas spielerischer der neuen Welt öffnen können. Also ich möchte sehr gerne auch mit Ihnen eine Kooperation eingehen. Ich bin schon der Meinung, dass es Sinn macht, irgendwas im Bereich der Lernspiele zu machen. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass wir gemeinsam ein Lernspiel machen für Erwachsene. Wie benutze ich eine Bibliothek von heute? Das darf aber nicht Lernspiel heißen. Jetzt haben wir noch eine ganz kurze Frage hier vorne und dann sind wir schon fast am Ende angelangt. Ich hoffe, das Mikrofon funktioniert. Mal reinsprechen. Ne? Ist es an? Ja, geht wunderbar. Doch, ist es an. Okay. Ja, eine Frage, die sich jetzt, glaube ich, ganz gut hier einfügt in die letzten Statements. Sie haben vorhin, Herr Beermann, einen Satz gesagt, momentan brauche ich ja noch keine Lizenz oder keine Art Bibliotheksführerschein, um ein Buch auszuleihen. Die Frage, wäre es nicht vielleicht eine Idee oder ist es nicht mittlerweile notwendig, dass Bibliotheksnutzer, bevor sie in die Bibliothek kommen, per Spiel vielleicht verschiedene Level durchlaufen und einen sogenannten Bibliotheksführerschein erwerben. Stufe 1, wie exerpiere ich? Stufe 2, wie verwende ich ein Spiel? Das wäre, also ist es notwendig oder wäre es lustig oder ist es totaler Blödsinn? Ganz kurze Statements bitte. Das ist, glaube ich, also... Ja. Ich verrate vielleicht ein bisschen zu viel, wenn ich erzähle, dass in der Online-Spielewelt tut man zwischen Spielen unterscheiden, wo man nur einen Klick braucht oder einen zweiten Klick, bis man dann zur Registrierung kommt und so weiter. Also ich halte es für ehrlich gesagt kontraproduktiv, wenn die Bibliotheken sich so einen Führerschein verlangen, damit man in der Bibliothek aktiv wird. Das wird Leute eher davon abhalten, in die Bibliotheken zu kommen. Ich habe es auch nicht gesagt. Also ich weiß nicht, wie Sie auf die Idee kommen, dass ich sowas gesagt haben sollte. Freut mich aber, wenn man meine Aussagen auch in vielerlei Hinsicht interpretiert. Aber ich halte das für kontraproduktiv. Ich selber habe das erlebt, wie Sie bei der Stabi eingeführt haben, irgendwie 1 Euro oder sowas eintritt und dann irgendwann mal 10 pro Monat oder irgendwas ähnliches. Das hat die Leute tatsächlich abgehalten, davon da reinzugehen. Ich hielte das für einen echten Fehler, einen Bibliotheksführerschein einzuführen. Ich persönlich wäre sicherlich, jedenfalls in der Zeit, wo ich noch Student war, niemals in eine Bibliothek gegangen, in der ich einen Führerschein hätte erwerben müssen. Allein schon deswegen, weil ich diese Hürde niemals hätte nehmen wollen. Wir sind nach 2 Stunden am Ende einer Diskussion angelangt, die ich gerne sehr lange führen möchte. Und das ist der Grund, warum es die Zukunftswerkstatt ja auch gibt, weil wir die Diskussion natürlich sehr lange
führen wollen. Das, was wir hier gemacht haben, die letzten zwei Stunden, ich merke, es sind ganz viele Leute hergekommen, es sind ganz viele geblieben. Wir haben Menschen gehabt, die mitdiskutiert haben, es sind viele Ideen genannt worden, die ich fantastisch finde. Ich hoffe, dass die Kooperationen hier stattfinden. Ich hoffe, dass Anne demnächst mit mir ein Bier trinken wird, weil sie sagen wird, du hast dafür gesorgt, dass ich in der Bibliothek jetzt endlich mal Computerspiele spielen kann. Ich möchte mich ganz, ganz, ganz herzlich bei den Teilnehmern hier im Podium bedanken. Ich finde es sehr toll, ich bin sehr dankbar dafür, dass sie sich die Zeit genommen haben. Ich weiß, dass sie alle sehr viel zu tun haben. Es hilft, glaube ich, uns allen weiter, dass sie miteinander reden. Ich hoffe, dass die Kooperationsgedanken, die hier geführt worden sind, auch dann real werden. Das würde mich sehr freuen. Ihnen allen kann ich nur sagen, diskutieren Sie das weiter, unbedingt. Diskutieren Sie das unbedingt weiter, auch mit all denen, die nicht hier sind. Ich weiß allein von 25 Museumsdirektoren, die mich gestern noch per E-Mail gefragt haben, ob wir nicht doch irgendwie noch einen Weg finden könnten, um sonst auf den Bibliothekartag zu kommen, weil irgendwie wäre das ja schon mal ein spannendes Thema. Reden Sie darüber. Reden Sie über uns. Reden Sie mit anderen über uns. Wer noch Broschüren will, kann Broschüren hiervon. Ansonsten kommen Sie einfach zu seinem Stand, probieren Sie das aus und spielen Sie. Und nicht nur hier, es gab mal auf der Games Convention, glaube ich, vor 2 oder 3 Jahren, gab es einen wundervollen Satz als Logo, der hieß: Spiel, es ist deine Natur. Vielen Dank, schönen Tag noch.